So, dann soll es mal hier weitergehen mit dem Spaß. Ach ja, Final Fantasy, da sind wir wieder. Was ist beim letzten Mal passiert? Einmal eine kurze kleine Zusammenfassung. Wir waren im Wassertempel, haben den Wasserkristall wiederhergestellt, den Chaos des Wassers Aquadon ziemlich leicht besiegt und damit diesen Tempel auch abgeschlossen. Zuvor kleinere Laufburschenaufgaben noch erledigt. Also wir mussten, wie hieß dieses Wasser nochmal? Das habe ich leider vergessen. Wir haben so ein komisches Wasser bekommen, mit dem wir unter Wasser atmen konnten. Dafür mussten wir erstmal eine Fee befreien, von der Karawane abkaufen. Und ja, damit konnte man dann in einem Fass, das was wie ein U-Boot war, konnten wir dann Richtung Meerestempel abtauchen. Und dort haben wir auch den Rosetta-Stein gefunden, mit dem wir jetzt zu einem Professor gebracht haben. Und jetzt können wir die Sprache der Lufenia sprechen. Oder Lufeana, Lufenien. Sowas in die Richtung. Also. Und die haben uns dann den Schlüssel für den Mirage Tower, für den Mirage Turm gegeben, sodass wir da jetzt rein können und auf das Luftschloss kommen, wo Tiamat auf uns wartet. Der Chaos des Windes, damit wir uns da den Windkristall abholen können. Oder den Windkristall wieder zum Leben erwecken. Ja, bei Bahamut waren wir noch. Wir waren auf einem Archipel, wo unterirdisch die Drachen gehaust haben. Haben uns bei König Bahamut vorgestellt, der uns auf die Probe gestellt hat. Ich glaube, im Palais der Prüfung, wo man sich durchschnetzeln musste, wo wir letztendlich einen Rattenschwanz gefunden haben. Und mit diesem Rattenschwanz ging es dann zurück zum Bahamut und der gab uns ein schönes Upgrade. Also, dass unsere Klassen einmal aufgestuft wurden. Genau, wir sind vor dem Tower Mirage. Mit kurzem Blick auf unsere Truppe. Jetzt haben wir einen Ritter, einen Ninja, einen Rotmagus und den Schwarzmagus. Sehr powerful, sehr kräftig. Hat man beim Kampf gegen Aquadon deutlich gemerkt, dass sie da gut ausgeteilt haben. Also eine sehr schlagkräftige Truppe mittlerweile. Und ich denke mal, in diesem Sinne können wir da auch. Das bringt ja gar nichts, dieser Schlafsack. Oh. Nehmen wir doch nochmal ein Zelt, um uns richtig aufzuheilen. Wenn ich das Zelt denn finde hier. Da ist es. So. Tja, und dann gucken wir mal, was uns hier in dem Tower erwartet. Also muss dieser Tower komplett dann bis hoch zum Luftschloss. Dort dann den Windkristall wiederherstellen. Ja, ohne viel Gequatsche legen wir doch einfach mal los und gucken, was uns hier erwartet. Also die Action geht gleich los. Und die Jungs und Mädels können gleich wieder kräftig austeilen. Und die Gegner stellen auch hier keine großen Probleme dar. So, es geht einmal außen rum um den Tower, aber es gibt hier auch eine Tür mit vielen Schätzen drin, denke ich mal, ne? Genau. Da oben sieht irgendwie aus wie Steinplatten. Vielleicht muss man da noch irgendwas machen. Aber erstmal rein in die Mitte und das Ganze hier looten.
die wollen ein bisschen austeilen. Machen Flächenschaden, der uns nicht weiter wehtut. Und da sind die auch schon ganz schnell weg, die Chimären. Manch einer würde vielleicht Chimären sagen. Aber es heißt Chimären. AI-Geschild. Na, ich denke mal, das können wir doch gleich. Aber bringt nicht viel mehr. So, sind hier auch wieder Fallen dabei. Ein Mondschwert. Das fängt ja gut an. Leider ist es schwach, das Mondschwert. Das ist ja mal schade. Aber sehr viel Geld, was da drinnen lag. Im 10.000er Bereich mittlerweile, was die Schätze angeht. So, der Dunkelritter ist ein bisschen robuster. Auch wenn er sehr klein geraten aussieht. Alles leer. Ja. So, dann gucken wir mal hier. Das ist 3.400. Und ein Encounter. Okay, das ging jetzt sehr schnell. Heilerhelm. Gottes Willen. Nee, für ihn nicht. Ja, macht auch nicht viel. Senkt er die Verteidigung? Na, belassen wir es erstmal so. Nochmal 1.300. Das waren die Kisten. Jetzt müssen wir mal da oben gucken, was das ist. Das sieht ein bisschen verdächtig aus. Einfach Angriff. Im Automodus ganz klassisch. Damit geht es hier gut voran. So, was haben wir hier? Oh, da ist ein. Brrrt. Seid ihr meine Erschaffer? Okay, hier rennen Roboter rum. Ist einfach nur Deko scheinbar. Cool. Ein Vampir, gleich viermal. Aber die halten noch nicht viel aus. Oder die Truppe ist einfach zu stark. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, woran es liegt. Was haben wir hier? Medusa und Säbelzahntiger. Sollte auch alles kein Problem sein. Ja, die nur 90 aushalten. Weg damit. So komme ich hier durch, ja. Gehen wir die Stufe hoch. Im ersten Stock. So, was gibt's hier Feines? Da hinten geht's weiter. Aber da gibt's wieder im Inneren eine Tür. Wo wir natürlich reinschauen. Ein Wächter. Ah, jetzt kommen ein paar mechanische Monster. Die aber auch keinen Schaden machen. So, wo geht's denn jetzt da rein? Einmal ausnutzen. Ich hoffe, es lohnt sich der Extraweg. Ah, es sind nicht die ganz starken Encounter hier drinnen. Die machen hier einen jetzt nicht kaputt. Oder nichts, wovon man Angst haben muss. Da kommt man schnell gut durch.
Ja, einwandfrei. So sammeln man wieder ein bisschen mehr Gil und Erfahrungspunkte. Alles nicht beängstigend. So, dann gucken wir mal, was da drin so schönes los ist. Chimera. Stufenaufstieg, die Stärke geht hoch, das ist gut. Ja, sieht doch alles vernünftig aus. So, Schatztruhen. Thors Hammer. Hohoho. Immer noch mal reingucken. Das ist bestimmt was für ihn, oder? Hier. Auch so schwach. Meine Fresse, wo sind wir denn hier reingeraten? Das reißt einem ja gar nicht vom Hocker. Das klang spektakulär, da hatte ich mir echt mehr ausgemalt. Nun gut. 12.000 Gil, 13.000 Gil. Eine Hütte nehme ich auch gern. 7600. Lichtklinge. Ist die geil. Ja, ist schon ein bisschen geiler. Ist doch schön. Machen wir das so. Er kriegt den Defendor. Ja, dann bleibt das erstmal so. 10.000. Und einen Drachenpanzer. Kann den Diamantpanzer nicht anziehen? Kann er den Drachenpanzer anziehen? Nee, kann er auch nicht. Schade. So, jetzt können wir raus und gehen hoch. Bin gespannt, wie viele Ebenen der Turm hat. Wie weit man hoch muss, aber ich vermute mal, dass es nicht so viel ist. Wenn man berücksichtigt, wann das Spiel rausgekommen ist, von der Rechenleistung her, Speicherkapazität, dürfte das eigentlich nicht allzu umfangreich sein. So, Aufstieg für den Joker. Fantastisch sieht das aus, fantastisch. Der Blaudrache hat auch nichts zu melden. So, mein Roboter hier fragen. Unser Freund, er ist gegangen mit dem Teleportal. Um es euch zu überbringen. Okay. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber scheinbar sind wir schon oben angekommen. Ja, also so wie ich es vermutet habe. Nicht allzu komplex. Nicht allzu komplex, da einfach die Speicherkapazität, Rechenleistung damals gar nicht vorhanden war. Oh, ein Bösewicht. Blaudrachen, das hatten wir doch gerade schon. Stellt jetzt nicht so die Herausforderung dar. Teilt sehr gut aus mit 133, aber den haben wir jetzt ganz schnell besiegt. Heilen wir uns mal schnell hoch.
fragen unseren Roboterfreund. Über den Wolken, das Luftschloss mit dem Teleportal. Könnt ihr es erreichen? Ja, dann machen wir das doch mal. Schon sind wir auf dem Luftschloss. Das ging deutlich schneller als gedacht. Ah, man sieht schön die Kammern, Schatztruhen gefüllt. Schöne Musik. Dunkelpudding. Gar keinen Bock drauf. Die Clowns halten noch ein bisschen was aus. Ah, machen wir es so. Passt. So, gucken wir mal hier. Was ist hier in der Falle? Giftklinge. Uiuiui. Das gefällt mir. Leider nicht stark. Schade. Aber wenn die vergiften kann... Jetzt muss ich mal gucken. Das kriegen wir doch ungefähr raus, ob die das kann, ne? Ein Hammer, der als Item im Kampf Blitzer wirkt. So, wo ist denn jetzt hier die Giftklinge da? Eine Klingenwaffe, die als Item im Kampf Toxikum wirkt. Okay. Dunkelritter dreimal. Oh, müssen wir den Feuerer mal wieder rausnehmen. Und alle auf Angriff. Genau so. Ja, ich bin gespannt, was kommt, wenn alle Kristalle hergestellt sind. Ich denke mal, das wird ja nicht das Ende der Fahnenstange sein, sondern da wird ja noch mehr kommen. Also da muss ja mehr sein. Jetzt auch hier mit dem Luftschloss, einer fortschrittlichen Technik, Technologie. Da muss ja noch mehr sein für uns. Ei, das geht ja gar nicht hier voran. Mit den Dunkelpuddings. Naja. Geht doch einigermaßen. Fünftausend Protect Ring, das ist nicht schlecht. Er kriegt er den mal. Also Gil hauen die aber auch einen hier zu. Den Heilerhelm, wir haben jetzt zum zweiten Mal. Ja, also ich habe überhaupt keine Ahnung, was einen erwartet, wenn wir jetzt den vierten Kristall wiederhergestellt haben. Rein theoretisch sollte die Welt ja dann wieder gerettet sein. Ja, dann müsste alles wieder im Gleichgewicht sein. Und alle müssten glücklich sein. Aber wenn das so eintrifft, das muss man dann sehen. Auch dass Garland am Anfang, der Bösewicht, gar keine Rolle weiter spielt. Merkwürdig. Potion, aber nur Geld. Geld ohne Ende. Erdmedusa. Ah, okay, die ist auch nicht gefährlicher als die normale Medusa.
Lassen wir uns einfach mal überraschen, was auf uns zukommt, wie es dann jetzt hier weitergeht. Bringt ja nichts wahllos zu spekulieren. Einfach mal überraschen lassen, was das Spiel noch so bereithält. Ein paar Räume mit Schätzen wahrscheinlich. Steingolem. Oh, der hält auch nicht viel aus. Und auf Wiedersehen. Gibt gute Erfahrungspunkte. Oh, rein, geh bitte rein. Da ist eine Kiste, dann zwei. Ja, das können wir uns sparen da unten. Gut zu wissen. Jetzt dreimal der Steinkohle. Auch kein Problem. Ja, One-Hit. Das einfach zu gut. Eine Hütte nehme ich gerne. Mithrilhelm. Sehr rückständig, die Schätze hier. Aber der richtige Kracher war jetzt noch nicht dabei. Silenzium. Einfach mal stumm gemacht. Bleibt der stumm? Nee. Diamanthandschuhe. Kann ja auch nur einer von uns tragen. Oh, dieser Pudding macht mir auch fertig, ey. Komm, mach weg den Schmutz. Na, sehr schön. So, hier waren noch Schätze. Ein Todesritter ist jetzt dabei. Tja. Schon wieder ein Aufstieg. Naja. Passt schon. Diamantschild. Na, jetzt kommen wir so in die Richtung Schleife. So, gerade erfahren, dass die Queen verstorben ist. Das war die kurze Unterbrechung. Ja, zur Info. Die Queen ist leider verstorben. So. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, Schätze noch hier drüben. Erdmedusa im Hinterhalt. Sollte kein Problem sein. Ist tatsächlich auch kein Problem. Ja, kein guter Aufstieg. Für Joker, den anderen habe ich. Für Mr. Perfect. Ein bisschen zu schnell. Einfach übersprungen. Oh, Tatzenwurm hält ein bisschen mehr aus, aber auch der geht sehr schnell. Zu Boden, genau wie die Steingolems hier.
So, Gil. Gil ohne Ende. Ich weiß gar nicht, was man mit so viel Gil sich kaufen soll. Hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung. So, da waren wir. Da unten kann man noch reingehen. Und schauen, was es da Schönes gibt. So. Oh. Komischer Pudding wieder. Der komische Dunkelpudding. Na, kriegt das hin, Jungs. Das dauert ja. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Eine weiße Robe, ne? Das klingt schon gut. Schwarze Robe. Das klingt doch schon mal besser. Das ist doch für dich, oder? Oh. Es ist scheiße. Wie enttäuschend. Das ist jetzt nicht so geil. Nun gut, dann metzeln wir uns hier weiter durch. Auf den Weg zum Tiamat. Da ist eine Treppe. Ja, aber man muss halt hier noch ein bisschen die Räume sich angucken, natürlich, ne? Mit des links als letztes. Mal mit oben anfangen. Söldner und Wächter. Ui! Der frisst aber ordentlich Schaden, der Joker. Da muss man aber erstmal heilen. Ja, das passt. Einfach der Angriff wird durchgezogen. Das ist ja aber gar nicht gefährlich. Ha. Okay. Ah, wieder nur Gil. Potion. 9000 Protect Ring. Davon haben wir jetzt ja schon ein paar. Kann er den anregen? Ja, voll. Was denn das für ein Schub? So will ich das haben. Da sind noch schöne Kisten. Da sind schöne Kisten. Da unten auch. Zu Hieroglyphen. Ah, muss man da rein? Oder ist es einfach nur Deko? Gute Frage, ne? Vorher war es alles Deko. Vermutlich wird es immer noch Deko sein. Ah, der Söldner haut schon ein bisschen mehr rein. Also das ist ja... Der macht gut Schaden. Fragen wir mal unseren Roboter hier. Von dieser Aussichtsplattform könnt ihr die Weitkontinente überblicken. Oder Welt. Nee, weit. Weltkontinente. Ja, heilt euch mal. Ich hätte auch gern Vigra.
zum Heilen. So. 8000. Eine Schutzrobe. Ist das was Gutes? Ne, für ihn nicht. Für ihn auch scheinbar nicht. Nee, alles nicht so geil. Reisekluft, also ich... Trollt das Spiel mich jetzt hier, oder... Was ist hier los? 6-4. Hm. Ein Dunkelkrieger. Der sieht aus wie Astos. Und so schnell wie Astos tot war, ist der auch tot. Hm. Wie viel Gil? 744.000. Naja, da muss ich mir keine Sorgen mehr machen, glaube ich. So, was ist das hier? Durch diese Glaskuppel könnt ihr die gesamte Welt überblicken. Feuer, Erde, Wasser und Wind. Viele nebulöse Kräfte strömen an einen Ort. Es ist der Mittelpunkt der vier Altäre, der Chaos-Tempel. Mhm. Nicht schlecht. Das hat doch bestimmt dann noch irgendwas auf sich. So, hier unten war ja nur Deko eigentlich, ne? Ich will trotzdem einmal reingucken. Gorgo will mich vergiften und vergiftet mich auch. Der fiese Gorgo. Also kann man doch davon ausgehen, wenn wir jetzt den vierten Kristall wiederherstellen, dass irgendwas noch im Chaos-Tempel passieren wird, wenn die Ströme dahin zusammenlaufen, dass man das Chaos endgültig noch beseitigen muss. Denkbar wäre es, ne? Ich denke, es ist nicht so abwegig, dass es in die Richtung noch gehen könnte. Das war ja schwach. Ich habe mehr erwartet. Tiamat wird analysiert. Nach wie vor keine Schwächen vorhanden. Okay. Scheiße, dann ist das vielleicht doch relevant. Und man sollte da unten mal gucken gehen. Feuerhydra. Ja, machen wir die mal schnell weg. Okay, das sagt immer das Gleiche. Bin gerade am Grübeln, was es damit auf sich hat. Ja, Stärke geht hoch. Naja, das ist in Ordnung, glaube ich. So, da hoch müssen wir. Der gemeine Gorgo will uns wieder vergiften. Joker macht den Aufstieg. Intelligenz ist immer gut, wenn die hochgeht.
Was hat es mit den Schwächen auf sich? Irgendwas muss man da doch bestimmt noch machen vorher. Da stehe ich aktuell noch auf dem Schlauch. Kann mir nichts drunter vorstellen. Was habe ich erhalten? Sasuke? Ist das was für ihn? Jawohl! Ein handliches Schwert für Ninja. Ninja klingt cool, ne? Als Ninja. Sag mal Ninja dazu. Kranker Dude. Dann zeig mir dein Ninja-Schwert. Uiuiui, 510. Das läuft doch richtig gut. Wo sind wir jetzt? Dritter Stock. Was ist das denn? Das ist ja einfach nur Leere. Ja, der Söldner macht mir Angst. Also der haut schon gut rein. Wenn davon mehrere kommen, kann ich auch ganz schnell weg vom Fenster sein. Ach, da zeigt er mir an, wer das alles anlegen kann. Oh, einen Priester hätte ich jetzt auch gern. Ja. Würde ich nicht Nein sagen zu in meinem Team. So. Der Luftelementar. Dem wird gleich die Luft ausgehen. Ah, sah ich doch. So, gehen wir einfach mal hoch, wenn hier nichts weiter ist. Hoch oder tief? Hoch. Wir arbeiten uns hoch. Da ist schon der... Ah, wenn der keine Schwächen hat. Da scheiße ich mir jetzt gerade ein bisschen in die Hose. Vor so viel Pudding. Scheiße ich mir auch in die Hose. Hm. Jetzt sind wir schon beim Tiamat. Und wenn der keine Schwächen hat, hätte man irgendwie Schwächen erstellen können, provozieren können. Ich hab keine Ahnung. Ich verballer jetzt noch einen Feuerer. Ah, die Truppe ist stark. Die Truppe ist stark. Da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Ah, dann. Nochmal heilen, richtig? Und dann geht's ans Eingemachte. Der kriegt nochmal hier ein Ätter. Ein Äther. Ja, wir haben ja genug davon. So, speichern kann man nicht. Wenn's schief geht, geht's schief. Lich, Kali und Aquadon, diese räudigen Nichtsnutze. Dennoch bin ich überrascht, dass ihr Gesindel es so weit geschafft habt. Da ist er, der Tiamat. Ich bin Tiamat, Chaos des Windes. Ich werde das Letzte sein, was eure neugierigen Augen sehen werden. Heieiei, jetzt geht's los, Leute. Erstmal schön Hast
Eis. Eis. Jo. Ui. Das tut weh. Der haut rein. Na, ja, das macht nicht den Schaden. Aber ich hätte gedacht, Eis effektiv gegen Boden, Wind. Erstmal ihn heilen. Gemach. Geben wir ihm Gemach. Probieren wir mit Feuer. Heilige Scheiße. Der ist schon ein bisschen stärker. Feuer war auch nicht das Wahre. Probieren wir es mal mit Blitz. 89 nur. 27. Feuerbrunst. Er muss angreifen. Machen wir das mal zur Sicherheit. Und gehen auf Eisgar. Ah, der beherrscht hier alle Elemente. Uiuiui. Ach du meine Nase, reicht das? Nee, der ist immer noch dabei. Oh, was machen wir? Der muss sich selbst heilen. Er auf ihn. Und er muss sich auch eine Runde mal selbst heilen. So. Angriff. Angriff auf sich selbst. Und wir hauen die Zauber einfach auf. Immer noch nicht. Der Hund ist aber zäh. Der ist viel zäher als die anderen. Der hat's in sich. Und macht wieder ordentlich Schaden. Oh, Gottes Willen ist der. Zum Glück ist der weg. Huh. Der schwerste von den vier. Der schwerste. Das war nicht schlecht. Der hat gut reingehauen. Da hatte ich schon Angst, dass es nach hinten losgeht. Aber jetzt haben wir auch den Kristall wiederhergestellt. Dies ist der Altar des Windes, die Quelle der Stürme und Orkane. Eieiei, da müssen wir erstmal heilen. Geschafft ist geschafft. Wollen wir zurückgehen oder? Wäre es sinnvoll, nochmal einen Blick durch diese Kugel da zu werfen. Aber eigentlich müssen wir zum Chaos schreien, ne? Hat die Kugel ja deutlich gesagt.
wir da wieder angekommen? Wir können jetzt mal zu den Lufenia gehen. Vielleicht haben die noch was zu sagen. Die waren hier. Dann gehen wir dem mal einen Besuch abstatten. Na komm, macht hin jetzt hier, Leute. Ja, weg sind sie. Mal ganz schnell. Ansonsten wäre der Chaos-Tempel mein nächster Anlaufpunkt. Und zu schauen, ob sich da irgendwas getan hat. Na, sagen wir dem mal Hallo. Wir sind Lufinianer. Die passen ihre Dialoge auch nicht an. Der Turm Mirage ist das Symbol Lufinias. Okay, okay. Komm, ich will hoch. Ja, komm. Genau. Hopp. Ja, okay, dann war das hier schon mal eine Sackgasse. Oder muss man zu dem König zurück und da Bericht erstatten? Also in der Stadt Cornelia. Man kann es probieren. Irgendwo werden wir schon was finden, wie es dann weitergeht. Dann auf nach Cornelia. Und dann schauen wir mal, was es da so Schönes gibt. Ob der König was zu sagen hat. Ja, ist doch Schmutz. Ja, ich hab die Glänzen doch wieder hergestellt, oder? Ja, die glänzen alle, so. Jetzt wollt ihr nichts mit mir zu tun haben. Wie sieht's mit der Tänzerin aus? Ich bin eine süße Tänzerin, bitte, ihr wollt mit mir tanzen? Nicht so stürmisch, Freund, ich weiß gar nichts. Ja, okay. Dann wenigstens ein Nickerchen für wenig Geld. Der Chaos-Tempel, der letzte Anlaufpunkt. Ansonsten wüsste ich es nicht. Hat sich hier jetzt was verändert? Das könnte es doch vielleicht sein, ne? 5 Fledermäuse. Oh, die reden sogar mit mir. Das durch die böse Kraft der 4 Chaos eingedämmte Leuchten der Kristalle wurde von jemandem kanalisiert und über diesen Dunkelkristall
in die Vergangenheit geschickt. Wir alle mussten zusehen, wie das gutmütige Leuchten in ein hässliches, boshaftes Licht verzerrt wurde, sobald es in die Nähe dieses Dunkelkristalls kam. Die Wurzel alles Bösen wird vermutlich hinter diesem Kristall zu finden sein. Er ist schon Endboss-Zeit, oder was? Was sehen meine Augen da? Ist das Leuchten in euren Händen nicht das Licht, nach dem wir auch vergeblich gesucht haben? Vereint eure Kristalle und sie werden heller strahlen, um das Tor der Zeit zu öffnen. Die Reise wird euch 2000 Jahre in die Vergangenheit führen. Oh, Zeitreise jetzt auch noch. Nicht schlecht. Hüllt den Dunkelkristall in den hellen Schein eurer vier Kristalle. Das Tor in die Vergangenheit wird sich öffnen und ihr gelangt in eine Zeit, in der der Chaos-Tempel noch nicht zu einer Ruine verfallen war. Weg, weg. Interessant. Wir sind Himmelmenschen. Unsere Mission war es, die Quelle des Unheils zu ergründen, um die Welt vor dem Untergang zu retten. Wir fanden hierher, schon vor 400 Jahren. Die Chaose haben uns in Fledermäuse verwandelt. Selbst die Sprache hatten sie uns genommen, doch nun, dank dem Segen eurer Kristalle, haben wir zumindest unsere Stimme wiedergefunden. Cool, jetzt machen wir Zeitreise, 2000 Jahre zurück. Ich glaube, das sollte man nochmal speichern vorher, ne? Bevor man so eine krasse Zeitreise antritt, sollte man definitiv nochmal speichern. Ja, dann schreit das doch alles nach Ende, dass wir kurz vorm Ende stehen. Dass der letzte Dungeon ist. Dann wagen wir das mal. Feuer, Erde, Wasser, Wind und Dunkelheit. Alle existierenden Elemente sind wieder vereint. Der Strom der Zeit verzerrt sich. Die Schranken unzähliger Dimensionen schwinden. Kommt nach vorn, edle Reisende. Und tretet in eine längst vergangene Zeit, tretet ein in die Welt von vor 2000 Jahren. Ah, jetzt sind wir im Chaos-Tempel direkt drin. Es gehen mehrere Wege ab, einige sind versperrt. Seltsam. Ach, Dunkelpudding, lass mich doch bitte in Ruhe. Oh ja, haben wir den Pudding wieder geschafft. Der gemeine Pudding. So. Ich frag mal, also es muss ja jetzt das Ende sein. Also ich bin ja da eigentlich ziemlich sicher, dass dann hier Schicht im Schacht ist. Ein Hinterhalt, Steingolem und Tongolem. Einer rennt schon weg. Weg mit denen.
dann hoffe ich einfach mal auf geile Schätze noch hier drin. Was ist das denn? Ein großes Nichts. Hier ist was. Ach du meine Nase, ey. Ich erstmal zurechtfinden hier. Sechsmal die Erdmedusa. Das sollte kein Problem sein. Die rotzen sie hier wieder. Kann man nichts machen. Ich bin verwirrt. Oh, die Encounter nerven auch. Immerhin schnetzeln wir uns gut schnell durch. Oh, alle machen Aufstieg. Okay, okay, okay. Ja. Kann man mit leben. So, jetzt hier drüben. Da geht's hoch. Ehrlich gesagt, kein Bock da drauf. Na, kommt, Jungs. Kommt, rennt doch einfach weg. Danke. Ich weiß zwar immer noch nicht ganz genau, warum wir jetzt in die Vergangenheit gereist sind, was es damit auf sich hat, warum wir 2000 Jahre zurück müssen, aber vielleicht erzählt mir das noch jemand. Da in der Mitte ist ein Raum. Ansonsten sehe ich nichts von Bedeutung. Der Gründrache hat auch nichts zu bieten. Viele leere Räume. Getrost ignorieren kann. So, hier ist so eine Art Eingang, den wir uns gleich angucken. Ja, natürlich. So. Natürlich ein kleiner Gnomengegner. Ein Todesauge. Na. Das Todesauge haben wir tot gemacht. Hier passiert doch irgendwas. Jetzt hat sich hier ein Weg aufgetan. Super Äther. Dunkelmagier, Dunkelkrieger. Oi. Oi. Die schützen sich. Aber es bringt nichts. Die werden trotzdem weggehauen. Ja, nice.
Da sind keine Schätze drin. Das ärgert mich. Nirgends sind Schätze drin. Also müssen wir jetzt da hinten hin. Ja, man kann sich den ganzen Weg ersparen, wenn eh nichts da ist. Einfach da hochgehen. Nosferatu kämpft auch mit. Na. Aber der hat leider nichts zu melden. Der Gute. Nosferatu können wir ihn nennen. Hier ist wirklich nichts drin, ne? Dann schnell hier hoch. Chimera und Gorgimera. Wups. Mal ganz genau gucken. Hier kommen wir nicht hin. Also geht's hier runter. Jetzt sind wir wieder im Erdgeschoss. Kommen dadurch aber hier hinten hin. Oh, ist das spannend. Wo führt uns der Weg hin? Und was erwartet uns da? Also ich überlege gerade, ob es hier diese Verbindung zu Strangers of Paradise gibt. Hat das 2000 Jahre vor dem hier gespielt? Da habe ich keine Ahnung. Aber da hat er ja am Ende von Strangers of Paradise oder auch im Anfangssequenz sieht man ja, wie Garland die Prinzessin entführt. Deswegen dachte ich, dass das hier danach anknüpft. 2000 Jahre später kann ich mir nicht vorstellen. Den langen Gang hoch und hier hinten wieder runter. Ja, super. Der ist schon ein bisschen weitläufiger jetzt, der Dungeon hier. Deswegen denke ich mal, dass es auch der letzte sein wird. Oder einer der letzten. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir auch. Das gefällt mir nicht. Schwacher Levelaufstieg, aber was will man machen? Auch keine richtigen Schätze hier, wo ich jetzt noch ein paar ultimative Waffen finde oder ein paar richtig starke Waffen. Da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, dass das so mager ausfällt. Stufe 46. Was hat er da? Ja, hauptsächlich Intelligenz geht hoch. Das ist somit das Wichtigste immer. Sechsmal Erdmedusa. Natürlich schafft sie es zu versteinern. Na, Mann. Dazu sage ich mal gar nichts. Goldnadeln sollten wir ja genug haben. Wenn ich die finde. Yes, indeed. So, jetzt geht's hier den langen Gang wieder runter. So schlängeln wir uns weiter durch diesen Chaos-Tempel 2000 Jahre in der Vergangenheit. Was auch immer wieder machen sollen. Oder wen oder was wir aufhalten sollen. Oh, müssen wir jetzt nochmal gegen die kämpfen? Da geht eine Tür rein. Ah, hallo sagen. Ah, das ist auch so ein großer leerer Raum, ne? Muss man jetzt nochmal gegen jeden Chaos kämpfen? Der Chaos der Erde? Lich? Oh, nochmal gegen alle.
Ich weiß ja nicht. Na, dann wagen wir den Spaß mal. Ja, das sieht ganz danach aus, der Lich. So, wie knallen wir den weg am besten? Das sieht nicht. Wahrscheinlich sind die auch stärker jetzt, ne? Oh, Schaden machen. Oh, Flair! Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Macht der einen Schaden und wir haben keinen richtigen Heiler. Ich hätte einen Weißmagier nehmen sollen. Leck mich am Arsch. Die Abwehr der Gruppe, aber nicht gegen. Scheißendreck. Ich hoffe, der macht nicht nochmal Flair. Dann kann ich ja. Dann kann ich einpacken. Zum Glück macht er halbwegs Schaden. Verbrauch's am meisten. Der Kollege. Und hier machen wir nochmal Feuer. ...443, sehr gut. Oh, geh doch down, Junge. Stirb. Immer noch nicht. Ah, der hält was aus. Der hält richtig was aus. Ah, jetzt nochmal Hass. Eigentlich eher nicht. Ich lasse ihn angreifen. All-out-Attack. Der gibt nicht auf. Der gibt nicht auf. Jetzt, jawohl. Hui, also zum Glück hat er nur einmal Flair gezaubert. Ansonsten wären bei mir die Lichter ausgegangen. Das war heftig. Ah, das heißt, da kommen noch mehr. Da kommen wohl alle noch mal auf mich zu. Handschuhe, die resistent gegen Feuer und sofortigen Tod machen, wirken als Item im Kampf in Visra. So, Super-Ether. Nehmen wir mal die High Potion. Ich doch mal ein bisschen mehr Ether kaufen sollen. Aber ich wusste ja nicht, dass mich sowas hier erwartet. Och, da ist der Feuer schon zu sehen. Kali. Hä, wie kommen wir denn da lang? Da oben geht eine Tür rein. Nun gut, dann machen wir das mal.
Und jetzt kann ich auf Angriff umschwenken. Feuerechse, Feuergigas. Ja, einmal quer durch, da unten raus. Lava. Okay, es sind die Gegner, die auch im jeweiligen Tempel beheimatet waren. Mit dem bekommt man es jetzt nochmal zu tun. Nehme ich gerne in Kauf. Aber alle ein bisschen stärker. Ja, auf jeden Fall machen sie mehr Schaden. Aber wir machen den noch größeren Schaden. So, jetzt geht's gegen Kali ran. Oh. Das ist ja richtig heftig. Jetzt am Ende hier so ein Boss-Rush. So, mal schnell heilen. Zum zweiten Tanz bittest du also. Dann wollen wir mal. Heilige Scheiße. Hör doch auf. Auf jeden Fall müssen wir erstmal Protega reinhauen. Und hier weiter mit Eis. Okay, der Schaden hielt sich in Grenzen. Das sieht gut aus. Wer braucht's? Gehen wir sie mal. Mr. Perfect. Und hier weiter mit Eis. 97 nur. Eieiei, immer der Flächenschaden ist scheiße. Ah, zum Glück nicht so hoch. Wir könnten den Priester holen sollen. Noch weiter mit Eis. Oh Gott, zum Glück hat das verfehlt, ey. So, Vitra. Auf ihn. Magie geht's weiter mit Eis. Erstmal sich selbst. Er gibt sich selbst meine High Potion. 51, 387, jawohl. Oh. Der nächste weg. Kali des Zweiten. Meine Fresse. Da komme ich ins Schwitzen. Jetzt. Bringen sie mich richtig ins Schwitzen, die Bosse. Eiskalt die Ehre genommen, da sagst du was. So, jetzt erstmal wieder alle durchheilen.
Ach ja. Wenn das jetzt so weitergeht, dann... Am Anfang waren die so einfach und jetzt... Jetzt heizen die einem richtig ein. So, das ist hier einmal durch. In der Mitte gibt es da was zu sehen. Mal gucken. Wahrscheinlich eher nicht. So, der Team. Jetzt sind wir wieder im Meerestempel angekommen. Die Gegner aus dem Meerestempel. Einfach mal weg damit. Ah, keine Ahnung. Passiert nichts. Ach ja. Könnten ruhig mal ein paar Kisten hier hinstellen. Den anderen Dungeon wirst du zugeschissen mit Kissen. Mit Kisten. Und hier ist einfach mal gar nichts. So, jetzt ist hier Sackgasse oder was? Ach, da unten war eine Tür. Ja. Müsste auch mal genauer hingucken. Anstatt mich hier aufzuregen die ganze Zeit. Führt der hin? Da unten rein, da hoch. Okay, da unten hin. Aber da sind welche Steine in der Mitte. Da kann man bestimmt noch was lesen. Ja, perfekt. Schnell durchgeschnetzelt mit Levelaufstieg. Was haben wir? Ja, kann ich mit leben, kann ich nicht mit leben. Damit kann ich leben. Das sieht doch alles nicht so schlecht aus. Ach, da unten sehe ich schon Aquadon. Der dritte im Bunde. Ach, Schmutz. Also so ein Dreckaufstieg. Kann man sich auch sparen. So, was steht hier? Das ist einfach nur Grabsteine. Oh Gott, das will ich nicht. Naja. Automodus regelt. Ich kann einen Schluck trinken nebenbei. Ja, rätsel innerlich gerade immer noch rum, was es damit auf sich hat, dass man uns 2000 Jahre in die Vergangenheit schickt. Okay, man kann hier nichts ansprechen. Es sind einfach nur Steine. Cool. Was haben die davon, dass sie uns 2000 Jahre in die Vergangenheit schicken? Was sollen wir da machen? Sollen wir das Ganze ungeschehen machen? Aber darf man das überhaupt in die Zeit eingreifen?
so wie ich das immer gelernt habe, nicht, dass man die Vergangenheit nicht verändern soll. Ne? Ich weiß es nicht, welchen Fehler die hier beheben wollen. So, das haben wir jetzt. Ich hätte mehr Ether kaufen sollen. War ich vorhin schon gesagt. Ich bleib dabei. So, komm, Digga. Mach ich dich auch nochmal platt. Aquadon. Du kleiner Lump. Ja, wir machen erstmal auf Schutz gehen. Und Blitz sollte ja passen gegen Wasser. Das ist ein Nuttensohn, Alter. Was, wie viel zieht der denn ab? Der zieht 121 bei unserem Pommes ab. Was hat der denn für eine schlechte Verteidigung? Meine Fresse, ey. Tinte, schön verfehlt. Super, aber er macht gut Schaden. Der macht gar keinen Schaden. Das macht gut Schaden. Dann sollten wir ihm vielleicht Hast geben, aber so verletzlich wie er ist, muss er erstmal geheilt werden, der arme Junge. 115 zieht das ab. 16. Das sieht doch gut aus. Der ist doch gleich weg. Er sollte gleich weg sein. Ui, 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 160. Komm, hau rein. Oh. Gut, dann noch ein Durchgang. Volle Attacke. Und dann sollte es doch reichen. Vielleicht auch nicht. Mann, was frisst der denn an Schaden jetzt? So, schön verfehlt. 280, jawoll. Der Lump auch weg. Ah, vor Tiamat. Da habe ich die Hosen voll. Also der war gerade schon so schwierig. Wenn der jetzt noch mal stärker ist. Gar keinen Bock drauf. Da hinten geht's runter. Da hinten ist eine kleine Kammer. Ist da was drin? Ich weiß es nicht. Lohnt sich der Weg dorthin? Ich weiß es nicht. Werde ich es riskieren? Vermutlich ja. Wenn das Spiel mich trollt, werde ich vielleicht ein bisschen sauer. So, dann erstmal wieder heilen. Hui, langsam wird's knapp hier. Auf keinen Fall darf ich jetzt sterben. Aber sonst müsste ich den ganzen Spaß nochmal machen. Und da habe ich herzlich wenig Bock drauf. Tja, einmal verschwendet. Passiert. Thank you.
Bin ich richtig? Ja, gut. Nach dem Kampf weiß ich das immer nicht. Hat mich mal verwirrt. Ah, ein Luftelementar. Die gleichen Gegner wie im Luftschloss. Also wird da wirklich Tiamat auf uns warten. Der alte Hodenkobold. Den habe ich gar keinen Bock, dass der den nochmal machen muss. Ich hoffe ja, dass irgendwie eine Abkürzung ist. Oh, Masamune. Endlich mal eine legendäre Ausrüstung. Für unseren Ninja bestimmt. Oh, 69. Geil. Das kann auch nur er nehmen, ne? Ne, er auch. Na, dann kriegt er das natürlich. Ja, ist ja sowieso der Damage-Dealer. Aber es muss doch hier bestimmt irgendwo eine Abkürzung geben. Kann mir doch keiner erzählen. Vampir und Nosferatu. Schnetzeln wir die mal schnell weg. Oh, komm, Jungs. Bisschen schneller hier. Haben nicht ewig Zeit. Ja, alles mal schön schnell vonstatten geht. Ah, der Todesritter macht seinen Namen aller Ehre. Nach unserer Begegnung ist der Mausetod nämlich. Auch gleich wieder der Stufenaufstieg. Passend zum bevorstehenden Kampf noch mal ein paar letzte Upgrades holen. Oh, alle sogar. Stufe 48. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das ist in Ordnung. Ach, da hockt der wirklich. Leck mich, wenn der mich jetzt fertig macht. Oh, ich habe den Gil-Counter zerstört. 999.999. Ich bin reich. Eieiei. Jetzt nochmal dieses Theater. Auf geht's, no risk, no fun. Tiamat der Zweite. Wir spielen's wieder auf Protega und auf Iskar. Ah, der greift als erstes an. 535. Leck mich fett. Das war ein ordentlicher Knaller. Wir bleiben bei Eis. 620. Oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen auf den Flächenschaden. Der wirft sich mal eine High Potion ein. Mit zusätzlicher Heilung.
Und hier machen wir weiter unseren Schaden. Ah ja, macht gut Schaden. Das ist die Hauptsache. Okay. Vitra. Auf sich selbst. Und Angriff. Schaden. Was ist das denn, mein Junge? Das kannst du doch besser. 802. Ich bin sprachlos. Der nimmt ihn ja alleine komplett die Ehre. Hier kriegt er nochmal einen ab. Der hat keine gute Verteidigung. Da muss ich nochmal gucken, ob wir die Verteidigung stärken können. Oh, schöner Schaden, 253. 856, wunderbar. Der Gang in die hinterste Kammer hat sich gelohnt. Der steht immer noch. Jetzt aber. Jawohl. Alle vier. Zum zweiten gelebt. Heftig. Jetzt ist der Weg frei. Aber erstmal heilen. Und es wäre schön, wenn man sich irgendwo mal ausruhen und heilen könnte in Ruhe. Das wäre nicht schlecht. So, jetzt gehen wir noch weiter runter. Fünftes UG. Da ist eine Tür. Ansonsten nichts weiter, viele Säulen und trotzdem noch Gegner. Nosferatu lässt nicht locker. 1127, was macht der Junge für einen Schaden? Leck mich fett. Also das Schwert ändert ja alles. Puh. Ist doch schon wieder hier Garland. Garland? Oh Leute, ich hab nichts mehr. Ich will nicht mehr, Leute. Das tut weh. Ich kann nicht mehr heilen. Oh, leck mich am Arsch. Ich probier's. Erinnert ihr euch an mich? An den größten Ritter aller Zeiten. Ich bin es, Garland. In einer fernen Zukunft ist es euch gelungen, mich zu überrumpeln. Doch 2000 Jahre sollten noch ins Land ziehen, bis es soweit ist. Unser letzter Kampf ging zu euren Gunsten aus und ich sah mein Leben verwirkt. Doch vier mysteriöse Kräfte retteten mich und ich unternahm eine Zeitreise. Und als ich ankam an diesem Ort, den nun auch ihr betreten habt, schickte ich die vier Chaos in die Zukunft. Ich bediente mich der vier mysteriösen Kräfte, die mir schon einmal halfen, und holte mein sterbendes Ich zurück in die Vergangenheit. 2000 Jahre später werde ich all meine Erinnerungen verloren haben. Scheiße, jetzt macht er hier auf Big Boss. Also haben wir nicht gewettet. Doch der Strudel der Zeit. Die nie endenden Zeitspirale wird es mir ermöglichen, mich in der Zukunft wieder vor dem Untergang zu bewahren. Ihr werdet in dieser Vergangenheit für immer sterben und ich für immer leben.
in dem von mir geschaffenen Zeitstrom der Unendlichkeit. Scheiße. Das ist Chaos. Oh, das ist der letzte Kampf. Ich bin nicht vorbereitet. Arschlecken. Arschlecken. Ah. Ich komme kräftig ins Schwitzen gerade. Aber ganz kräftig ins Schwitzen. Er macht Schaden. Mr. Perfect macht Schaden ohne Ende. Schöne Musik. Das ist wieder was sehr Positives. Wieder ein sehr guter Soundtrack. Eieiei, der macht schon gut Schaden, der Junge. Ah, wer kontert den Schaden? So, der muss sich hier erstmal eine High Potion reinhauen. Gefolgt von einem Vitra. Hoffentlich rechtzeitig. Eieiei. Ah, die anderen darf man nicht vernachlässigen, ne? Eieiei. Das ist herausfordernd. Das ist gar nicht so einfach hier. Wenn der jetzt zuerst angreift. Am Arsch, ne? Was haben wir noch so? Der braucht die X-Potion. Scheiße. Überlebt er das? Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, scheiße, scheiße, scheiße. Ah, hätte ich mal einen Weißmagier mit reingenommen. Jetzt rächt sich das alles. Unser bester Mann geht down. Ah, der wird doch immer down gehen, wa? Scheiße, scheiße. Wie kriegen wir den wieder hoch? Gibt es dafür irgendwas? Super, jeder Krafttunk. Das hilft alles nicht wirklich. Gott. Was machen wir?
Was macht man? Ah, der hat auch noch Glück damit, ey. Ein Treffer, eine schöne Scheiße auch. Gar nicht reden, ich wollte mich so viel konzentrieren hier. Ah, verfehlt die Kacke auch. Oh, Gottes Willen. Na, das sieht richtig schlecht aus. Das wird doch nichts, das wird doch nichts, oder? Das wird doch nichts. Och, Mann. Komm schon, Junge. Du musst es schaffen. Du musst es schaffen. Och Mann, wie viel frisst denn der noch? Ach, Leute! Alles auf ihn. Das ist unser einziger Damage-Dealer da hinten. Komm! Schön verfehlt. Wunderbar. Das gibt nochmal Zeit. Einfach Angriff. Oh mein Gott! Was haut der für Schaden raus? Oh mein Gott. Er geht nicht down. Das war's. Ach du Scheiße. Das war's. Ah, Scheißbert, Scheißbert. Da. Das war's wohl. Ist das unmittelbar vom letzten Kampf? Ja, ne? Stimmt, da ist der... Ah, was macht man? Was macht man? Nochmal rein, nochmal probieren einfach. Ah, ich weiß es nicht. Ah, hat man eine Chance? Hat man eine Chance so... Na, gehen wir erstmal runter. Ich bin froh, dass das Spiel uns nicht komplett wieder von vorne reinwirft,
dann uns jetzt nochmal die Chance gibt, direkt vor dem Boss zu starten. Weil da jetzt nochmal alles neu machen. So, jetzt aber. Meine Fresse, komme ich ins Schwitzen. Mann. Wo ist denn jetzt die Potion hier? Ah, ich bin blind. Nicht High Potion. Die normale. Die normale, bitte. Da ist er. So. Jetzt haben wir ja noch den Super Ether. Verballern wir den auch gleich mal. Ein für dich, ein für dich. So, und jetzt einfach rein da, ne? Nicht lang schnacken. Garland wird zu Chaos. Also storymäßig, der wurde von den vier Chaosen in die Vergangenheit geschickt, um sich aufzupäppeln. Die Chaos schickt er in die Zukunft, damit die Chaos machen. Oh. Naja. Gerade zu Beginn waren die noch nicht so einfallsreich in ihren Storys. Hier gleich Protega. Und reinhauen. Nur 137. Was ist da denn los? So, Angriff. Angriff. Passt auf den guten Jungen. Oh, er schießt aber wieder mit Attacken hier um sich. 200. Wir müssen ihn schützen. Und angreifen. Drei Se... Och Gott, jetzt ist er schon tot. Das ist mein wichtigster Mann. Och Mann, ey. Der heizt uns aber auch ein. Ja. Vorbei. Das können wir doch gleich abbrechen. Das ist ja ein Scheißdurchgang. Tornado kann der auch noch. Der nimmt einen ja richtig die Ehre. Automatischer Spielstand. Ich hoffe, der ist dann auch. Ja, aber jetzt noch mal rausgehen. Kommt man schnell raus? Ja, man kann sich schnell raus teleportieren, ne? Aber was bringt's einem? Schwierig. Was kann man machen?
Gucken wir mal die Ausrüstung durch. Ein Schild, der resistent gegen Stein und Gift macht. Macht resistent gegen Blitze. Das wäre auch schon mal was. Resistent gegen Eis. Denke mal, ist das ja schon ein bisschen was Besseres. Das ist gegen sofortigen Tod. Handschuhe der... Gar nicht so wirklich. Panzer macht resistent gegen Feuer, Eis und Blitze. Feuer, Eis und Blitze ist doch perfekt. Dann soll er das doch anziehen. Macht resistent gegen Blitze. Naja, dann bin ich gegen Blitze anfällig und... Dafür ist der ja resistent gegen Blitz. So, dann sieht das doch vielleicht schon mal ein bisschen besser aus. Effektiv gegen untote Gegner. Chaos ist, glaube ich, kein Untoter. Gegen Untote. Gegen magisch wäre sie. Ja, das brauchen wir alles nicht. Resistent gegen Feuer. Macht resistent gegen Eis. Vielleicht sollten wir Flammenpanzer, dass man so resistent gegen Feuer, resistent gegen Eis. Das ist einfach nur ein Mithrilhelm, ne? Tja, besser geht's nicht. Der hat einfach nur einen Rundsch... eine Schutzrobe kann ich ihm geben. Na, das sieht doch schon mal viel besser aus. Das ist auch nicht so das Wahre. Die Schleife, ein Hut aus Leder. Resistent gegen Angriffe aller Elemente und sämtliche Zustandsveränderungen macht. Genau. Dafür ist so eine Schleife nämlich besonders gut. Aber es kann halt nur die Magier tragen. Er kann auch eine Schleife tragen. Und er bestimmt auch, ne? Geht die Verteidigung runter? Aber es gibt eine zusätzliche Resistenz. Was haben wir jetzt? Hier haben wir nichts da. Ja, Frostschwert. Oh, die Lichtklinge. Geben wir ihm doch mal was Gutes an die Hand. Er hat auch die Schleife. Das ist schon das Beste alles für ihn. Tja. Ja, mit der Formation könnte man es nochmal probieren. Ansonsten vielleicht unser Mr. Perfect noch die Schleife anlegen, auch wenn die Verteidigung dann ziemlich runtergeht. Aber besser als nichts, ne? So, dann nochmal
einfache Potion. Der Super-Ether. Wo ist der? Da. Für ihn und für ihn. Aha, schnell speichern kann man. Im Notfall muss man sich dann raus teleportieren, denke ich mal, und dann nochmal das Ganze probieren. Speichern und dann beim anderen Mal probieren. So, Chaos, dann komm her. Irgendwie kriege ich dich schon. Und wenn ich grinden muss ohne Ende. So. Probieren wir es nochmal. Volle Konzentration. Gleich die Flutwelle. Kann man das aufstocken? Also wenn ich, je öfter ich Protega wirke, desto mehr steigt die Abwehr. Ich probiere es einfach mal. Dass es vielleicht so geht. Tja, der ist gleich weg vom Fenster. So eine Scheiße. Regt mich dieses Spiel gerade auf. Immer aufstocken, immer aufstocken. Boah, zum Glück verfehlt Erdbeben. Keine Ahnung, ob das was bringt. Da muss ich mich dann vielleicht auch mal mit den Mechaniken auseinandersetzen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es bringt nichts. Der frisst Schaden ohne Ende, der Junge da oben. Der frisst Schaden ohne Ende. Hält auch nicht richtig aus. 373 ist gut, aber ich glaube, das reicht nicht aus. Ja, jetzt trifft Foul auch noch. So ein Schmarrn. Der macht Schaden ohne Ende. Jetzt macht der Hass auf sich selber. Ich krieg die Krise. Das gibt's nicht. Das müssen wir. Oh, 1220. Den Scheiß müssen wir sofort unterbinden. Irgendeiner muss doch Gemach haben. Er hat's nicht. Hast du Gemach? Ja.
auf ihn. Oh, 826, das ist gut. Das macht nicht so viel Schaden, das ist gut. Oh, es verfehlt auch noch. Leck mich am Arsch. Leck mich. Nochmal, gleich nochmal. 4 Treffer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und es verfehlt. Was ein Scheiß. Was ein Scheiß. Und nochmal. Ihr verarscht mich. Der steht kurz vorm Tod. Der ist verzweifelt. Deswegen packt er die Dinger jetzt aus. Komm, 5,830. Oh, ich hab keins mehr. Scheiß Dreck. Nee, du greifst an. Volle Lotte. Was macht der da? Oh Gott, 5,92. Wenn der angreift, bin ich weg. Gott. Greif doch ordentlich an. Wo sind die harten Treffer? Kriegen wir das noch hin, ein Elixier reinzuschmeißen? Oh nein. So ein Scheiß aber auch. Der Damage-Dealer ist weg. Der macht seine läppischen 54. Das kannst du ja... Kriegen wir ihn zurück? Der ist auf. Oh Gottes Willen. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Na, Feierabend. Feierabend, wie das duftet. Lächerlich. Ja, wir setzen fort. 10 Stunden 54. Ja, keine Ahnung. So wird es hier nichts. Da sehe ich keinen Sinn drin. Das heißt wohl grinden. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier rauskomme. Ja. Ich kann Bimo benutzen. Werde es jetzt auch machen. Erstmal raus da. Und wir machen hier ein Speicherchen und dann war es das auch für heute. Also, da muss ich erstmal ein bisschen nachdenken. Das Ganze sacken lassen. Der Weg ist ja frei. Der Weg zum Chaos ist frei. Ja, wir haben die 4 Chaos jetzt ja noch zum zweiten Mal besiegt. Ja, und in dem Sinne, ich muss mir was einfallen lassen. Vielleicht werde ich auch mal ein bisschen lesen darüber. Über die Mechaniken in dem Spiel. Wie das alles so aufgebaut ist. Und dann vielleicht noch auf Stufe 50 hochleveln. Vielleicht gibt es noch den ein oder anderen Gegenstand zu holen. Optional, was man verpasst hat.
dass man beim nächsten Mal nochmal die einzelnen Städte abklappert und guckt, welche Zauber gibt es da zu kaufen. Weil es wäre echt ein Zauber, der alle heilt, wäre nicht schlecht. Also in dem Sinne wünsche ich mir eigentlich einen Weißmagier oder einen Priester. Das wäre vielleicht doch die bessere Wahl gewesen, anstatt ein Rotmagier. Ja, ansonsten weiß ich nicht, wie ich das alles heilen soll. Also jetzt, die Ausrüstung war ja schon ein bisschen angepasst, dass der Elementarschaden ein bisschen abgeschwächt wird. Aber ansonsten keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man das bewerkstelligen will. Da muss ich mir was einfallen lassen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber auf jeden Fall beim nächsten Mal wird Chaos in Angriff genommen. Und dann wird der hoffentlich auch platt gemacht. Ja, in dem Sinne wünsche ich einen schönen Abend. Arbeitende Bevölkerung, einen schönen Freitagmorgen, einen guten Start ins Wochenende. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder zur letzten Runde, wo Chaos dann endgültig geplättet wird und wir wahrscheinlich dieses kleine, aber feine Spiel abschließen werden. In diesem Sinne, gute Nacht und auf Wiedersehen.